Hallo zusammen, heute ein YouTube Short. Wir werden uns mal die B&G Foods Aktie anschauen. Wie wir sehen können, ist die Aktie jetzt nur noch 13 Dollar wert, statt 33 Dollar am Jahresanfang. Das ist ein Verlust von ca. 60%. Und wir befinden uns noch unter dem gleitenden Durchschnitt, der aktuell bei 16,15 Dollar liegt. Das heißt, wir sind noch im Abwärtsmodus. Unter den zweiten Nachteil gibt es auch, die Dividende wurde um fast 55% gekürzt. Mal schauen, wie weit der Kurs noch fällt, damit die Dividendenrendite wieder akzeptabel ist für Langzeitinvestoren. Und für die, die schon investiert waren, ist das leider ein negatives Szenario, denn die Dividende wurde ja um 55% gekürzt. Das heißt, sie haben jetzt nur noch 55% weniger passives Einkommen von dieser Aktie. Was sagt ihr aktuell zu B&G Foods Aktie? Ist jetzt ein Kauf oder kein Kauf? Freue mich schon auf eure Kommentare.